Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test und zwar zu einem neuen kleinen Horror-Game Let's Test. Oh ja, und zwar geht es heute mit dem Indie-Game. Ja, das ist ein Indie-Game. Und zwar geht es heute mit dem Spiel Inside weiter. Ja, das soll ein Horror-Game sein. Dieses Spiel beinhaltet so einen kleinen Hauch von Slender, nicht ganz genauso. Und auch nicht ganz zu 50%, aber was man bei dem Spiel sofort wiedererkennt, ist, man rennt mit einer Taschenlampe rum. Beziehungsweise man kann hier mit einer Taschenlampe rumlaufen. Man kann sie natürlich auch genauso ein- und ausschalten. Dieses Spiel ist auch kostenlos. Könnt ihr euch also auch kostenlos runterladen. Den Link dazu werde ich euch noch in die Videobeschreibung einfügen, beziehungsweise der Link ist in der Videobeschreibung. Ich habe ansonsten keine wirkliche Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Das wollen wir jetzt herausfinden. Wie gesagt, ein kleiner Hauch von Slender. Nur, dass halt einem da nicht der Slenderman verfolgt, sondern wahrscheinlich irgendwelche anderen komischen Gestalten, und das wollen wir jetzt ja gemeinsam herausfinden. Deswegen würde ich mal sagen, starten wir das Ganze. So, meine Taschenlampe habe ich noch eingeschaltet. There's no way out. Muhahaha. Na, da werden wir ja gleich ermutigt. Dieses komische Klopfen sind also unsere Geräusche, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Hört sich natürlich auch ganz interessant an. Hier können wir sogar noch aus dem Fenster schauen. Wir sind mitten in der Nacht. Die Sterne am Himmel. Die Taschenlampe taugt auch nur wirklich was, wenn man. Oh, was ist das? Wenn man damit auf den Boden guckt. So in den Raum hinein bringt einem die Taschenlampe nicht wirklich viel, aber gut. Ich glaube, von der Richtung waren wir jetzt gekommen. Das sieht ganz nach Blut aus. So ein kleiner Blutstrom, wie man das bezeichnen soll, eine Blutwelle. Schwierig zu beschreiben. Ja, von da sind wir gekommen. Da will ich aber auch nicht unbedingt durch. Kommen wir vielleicht auch noch hier irgendwo weiter. Was ist das? Umgekipptes Bett. Da auch. Aha. Der Raum bringt uns aber auch nichts. Kommen wir hier vielleicht weiter? Was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Gestalt? Da ist gut. Atme nicht so extrem. Beruhig dich wieder. Ja, was war das denn für eine Gestalt? Na, wie sah er? Ziemlich widerlich aus. Buh, was ist das da vorne? Irgendwelche Personen, die hier aufgespießt sind und auch irgendwie, als wenn das eine Zigarette wäre, Zigarette durch den Körper hätten. Dieser komische Stummel dort sieht ja auch ganz lustig aus, aber na gut, überall Blut verströmt hier das Ganze. Ja, widerlich. Ach, müssen wir unbedingt dieses komische Viech eigentlich. Ach, das ist schon wieder ein anderer Raum. Kann man hier irgendwas aufnehmen? It's empty. Ach so, mit der Taste E kann ich also ausprobieren. Jetzt schon wieder los. Na, einfach raus jetzt.
Also mit der Taste E kann man ausprobieren, ob in den gewissen Schachteln irgendwas drin ist. Also in der war, die war eben leer. Na gut. Ach, müssen wir jetzt ja notgedrungen durch. Ich kann schon wieder ahnen, dass da wieder irgendwas kommt. Deswegen will ich da auch gar nicht durch. Aber ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen durch dieses abartige Blut durch. Wir tun es einfach. Oh nein, nicht schon wieder. Dieses extreme Atmen verrät man natürlich auch immer irgendwas. Da kriegt man natürlich auch schon gleich Gänsehaut. Aber dieses komische Viech, was uns da andauernd verfolgt. Was will das bloß von uns? Wir haben dem doch nichts getan. Na gut, nun kennen wir natürlich auch die Vorgeschichte nicht, warum das Viech uns... und nun? Da lang? Ja, hier lang. Tatsächlich. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Links oder geradeaus. Wir bleiben aber geradeaus. Ah, schon wieder eine weitere Schachtel. Ist auch wieder leer. Ah, diesmal kein Vieh hier oben. Ich wollte mich gegabelt. Ich hatte gerade schon gedacht, jetzt drehe ich mich wieder um und dieses komische Tier steht wieder hinter uns. Kann man das überhaupt als Tier bezeichnen? Ich weiß nicht. Müssen wir also notgedrungen auch noch hier lang? Ah. Sind ja schon wieder alle leer. Ach, jetzt sind die Lichter hier ausgegangen. Sehe ich natürlich hier. Oh, Leute. Was war das denn? Diese ganzen Viecher hier. Oh, da kriegt man ja Gänsehaut, wenn man das sich hier so vorstellt. Meine Güte. Aber wo sollen wir jetzt hier lang? Das ist die Frage. Wollen die mich hier irgendwie veralbern? Das Ding ist aber immer noch leer. Sag mal, haben sich die Räumlichkeiten hier geändert? Oh, dieses Spiel macht einen schon ganz verrückt. Ach, hier geht eine Treppe noch weiter rauf, sehe ich gerade. Ah, das ist natürlich... Aber da kommen wir gar nicht rauf. Doch, kommen wir doch rauf. Wir können sogar springen, sehe ich gerade. Das ist gut. Kommen wir also auch... Ah, wieso? Komm schon, geh doch mal da rum. So, wunderbar. Müssen wir mal so ein bisschen springen. Damit wir da auch irgendwie... raufkommen. Und hier sind schon wieder so... Boah, was war das? Ich hasse diese dunklen Gänge hier. Oh, dieses Spiel. So, hier haben wir einen Tisch mit 4 Stühlen. Nur leider wird er nicht mehr benutzt. Aus irgendeinem Grund, den ich am besten auch gar nicht wissen möchte. Was soll das darstellen? Foltertisch. Oh mein Gott. Da liegt noch so eine komische Person drauf. Unterm Tisch auch wieder alles. Wahnsinnig mit Blut verschmiert. Ah, dieses Spiel, das kann ich euch jetzt schon sagen, ist wirklich ganz interessant. Denn ich habe mir davon noch kein Video in dem Sinne angeguckt. Also ich weiß ja echt nicht, was hier noch alles so kommt. Und was nicht, also auch das spiele ich sozusagen blind, weil ich keine Ahnung habe, wo wir hier lang müssen. Ich habe keine Ahnung,
was uns hier genau erwartet und wann das Ganze hier überhaupt endet. Also einfach mal drauf losgespielt. So, auch diese Schachtel ist wieder leer und kein komisches Monster. Hier so ein weiterer Foltertisch, auch ganz fies, noch mit extra einer Lampe da drüben, damit man diese... Steht diese Person hier vor mir, stand die hier eben auch schon. Also entweder erkenne ich die Sachen zu spät oder dieses Spiel macht einen hier ganz verrückt. Ich habe keine Ahnung. Hier waren wir doch schon mal. Aber hier waren wir noch nicht. Ein Bett. Aber auch das Bett hilft uns hier nicht wirklich weiter. Dann gehen wir nochmal hier entlang. Ah, das wird so schön beleuchtet. Könnte das was zu Hey. Durch dieses ganze Blut hat man hier echt Schwierigkeiten, hier lang zu gehen. So. Das ist aber auch leer. Wo zum Geier sollen wir denn hin? Ja, umso mehr ich hier rumrennen muss, umso mehr kriegt man auch oder läuft dann auch einen Schauer über den Rücken. It's empty. Alles leer hier. Wurde alles vorher schön ausgeräumt, bis wir hier gekommen sind. Ha. Komische Sache. So, wir werden jetzt erstmal hier wieder weitergehen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir jetzt hier gerade noch... ein Bett. Guck mal sonst. Die gewöhnlichen... It's empty. Es ist alles leer hier. Ich weiß gar nicht, ob uns unsere Taschenlampe hier eigentlich auch schwächer wird. Oder ob wir die auf die Ewigkeit verwenden können. Müssen wir ausprobieren. Ich weiß es nicht. Werden wir... Hier sind ja tausende von diesen Räumen. Aber... Eieieiei. Eine Treppe. Die war doch später auch vorher auch noch nicht da. Die Treppen kommen doch immer irgendwie später. Was ist das? Umgekippter Tisch. Dort auch. Und umgekippte Stühle. Also hier hat einiges gewuchert. Einiges ist hier geschehen. Aber auf jeden Fall keine schönen Dinge. Auch alles hier weiter mit Blut verschmiert. Und wir gehen einfach mal weiter. Ich will hier gar nicht lange hin und her überlegen. Schon wieder so ein weiterer Raum, in den ich am besten gar nicht rein möchte. Ich hier aber auch nicht wirklich viel machen kann. Zur Ablenkung gucken wir noch einen Augenblick nach draußen. 3 schöne Sekunden nach draußen gucken. Okay, gut. Wir können uns einfach nicht hier von diesem Geschehen hier ablenken. Es wird nicht funktionieren. Wir müssen uns der ganzen Sache hingeben. Und das Ganze einfach knallhart durchziehen. Egal, was hier geschieht. Ich habe schon wieder... Überhaupt keine Ahnung, wo wir hier lang sollen. Ah, was ist das? Ach so, wieder. Ins Empty. Das ist ja alles leer hier. Die haben uns ja nicht mal ein kleines Wiedergutmachungsgeschenk dagelassen. Für diese ganzen schockierenden Dinge, die hier geschehen. Oh nein, nicht du schon wieder. Bitte lass mich in Ruhe. Was willst du denn von mir? Guck mir das an. Ah, you found the key to blue. Irgendwas mit einer Tür, denke ich mal, hat das Ganze zu tun. Aber wir haben endlich mal was gefunden. Einen schönen Schlüssel.
Jetzt ist die Frage, wo müssen wir den Schlüssel einsetzen? Wo ist überhaupt die Tür für diesen passenden Schlüssel? Das weiß ich nämlich überhaupt nicht. Ja, ist auch wieder leer, war klar. Habt ihr bis jetzt hier eine Tür gefunden? Ach so, das könnte natürlich die Tür sein, die ganz unten war. Ganz am Anfang, als wir gestartet haben, war da, glaube ich, eine Tür. Konnten wir da durch oder konnten wir da nicht durch? Nein, ich glaube, da konnten wir nicht durch. Das kann natürlich sein, dass dafür der Schlüssel gedacht ist. Aber was das wohl bedeutet, könnt ihr euch wohl selber vorstellen. Das heißt, wir müssen jetzt diese ganze schöne Treppe wieder hinunter und unten schauen, ob dort wirklich diese Tür ist. Denn ich glaube, hier oben werden wir wohl keine andere Tür finden. Das heißt, wir dürfen jetzt die Treppe wieder aufsuchen, damit wir wieder nach unten gelangen. Aber ich habe null Ahnung, wo das hier jetzt zur Treppe hinuntergeht. Es könnte da sein. Ich gehe einfach mal hier entlang. Es geht aber auch genauso, wie es runtergeht, auch wieder hoch. Ach, wir gehen einfach weiter hoch. Egal. Eieiei. Einmal kurz springen. Nochmal springen. Aha, jetzt sind wir hier auf jeden Fall irgendwo draußen. Der Himmel erinnert mich sofort an Slender. Vielleicht ist das einer von euch, bei einem von euch auch der Fall. Also dieser Himmel erinnert mich sofort an Slender im Wald. Aber wo müssen wir jetzt hier lang? Das ist die nächste Frage. Wir haben ja jetzt noch diesen Schlüssel. Aber wo sollen wir den einsetzen? Hier oben kommen wir, glaube ich, irgendwie überhaupt nicht weiter. Das ist das Problem. Eieieiei. Ah, ging es jetzt hier zurück? Aha, ja, hier geht die Treppe wieder runter, das heißt, wir müssen aber wieder nach unten. Hier oben kommen wir. Ach, wir kommen hier aber gar nicht. Doch, kommen wir hier noch runter? Hä? Dort unten ist dieses komische Blut vom ganz am Anfang. Dort müssen wir aber eigentlich wieder runter. Aber wie kommen wir hier wieder runter? Da ist diese komische Kante, da kommen wir so nicht runter. Ach, was haben wir uns hier mit eingebrockt? Leute. Ich laufe jetzt einmal die ganze Wand hier ab. Ha. Kann man die irgendwie aufmachen? Wir sind schon durch. Ach, mit diesem Schlüssel haben wir jetzt diese Tür aufgemacht. Das ist natürlich praktisch. Und damit haben wir das Spiel geschafft. Tja, natürlich nur ein kleines Horror Game Insight heißt das ganze Jahr, ist natürlich kostenlos, ist jetzt zwar schnell vorbei das Ganze, aber trotzdem irgendwie eine kleine lustige Erfahrung, wovon man da jetzt verfolgt wird. Also wenn man von Anfang an nicht genau weiß,
was in diesem Spiel passiert, ist es trotzdem wirklich ein ganz interessantes Spiel, um das Ganze mal auszuprobieren. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns auch schon bald wieder zu neuen Let's Plays und wahrscheinlich auch bald wieder zu neuen Let's Tests. Bis dahin also, macht's gut!